ganz spannendes Thema ist gerade aufgekommen im Seminar, nämlich Umgang mit neuen Medien, mit den Herausforderungen von Facebook, von Instagram, von Handys, von WhatsApp, von all dem, was mit wem unsere Kinder und Jugendlichen, auch die Erwachsenen ausgeliefert sind. Was ist eine gesunde Dosis? Ab wann ist es ein Suchtverhalten und wie mache ich das dann als Eltern, wenn ich die Diskussionen habe, die Probleme habe, die Kinder sich nicht an die Regeln und die Vereinbarung halten und ja, was kann ich dann tun? Und immer mehr Therapeuten und Coaches haben auch genau diese Problematiken mit in der Praxis und das macht durchaus Sinn, sich das einfach mal anzuschauen. Und wir sind dann eingegangen und ich habe auch gesagt, ja, im Grunde fängt es bei mir selber an und habe meinen Timer auch aufgehört, schaut euch doch mal eure Zeiten an, die ihr am Handy verbringt. Man kann am iPhone die Handyzeiten sehen, also die Bildschirmzeiten. Und schau doch mal selber, wie oft du unbewusst zum Handy greifst und wie viele Eltern, jetzt ein bisschen überspitzt, stehen da mit dem Handy in der Hand und sagen, dein Kind benutzt dein Handy nicht. Also walk what you talk. Schau, dass du deinen Medienkonsum in den Griff bekommst, um dann den Kindern zu sagen, so, und jetzt brauchen wir eine Lösung. Wir haben verschiedene Bausteine, wie wir den Kindern da eine Unterstützung geben können. Das ist einer der wichtigsten Bausteine ist, Raum geben, ernst nehmen, annehmen, nicht als besserwisser Erwachsener, dass man nicht liebevoll gleich drauf lospoltern und sagen, jetzt mach das Ding aus, mach die Kiste aus, ich habe es schon tausendmal gesagt, so geht das nicht. Sondern wirklich sich auch mal mit dem Kind zu beschäftigen, einen Moment Zeit zu nehmen, dem Raum zu geben und mal mit einzutauchen. Sag mal, warum, du hängst da die ganze Zeit auf der Kiste und teilst da irgendwas, was machst du denn da? Was ist denn der Grund, warum findest du das so spannend? Und auch in der Kommunikation, wenn wir die gehirngerechte Kommunikation uns anschauen, gibt es einen Baustein, der nennt sich Stoßdämpfer, dass ich Kindern, die ein Problem haben, nicht sofort mit einer Lösung komme, sondern ihnen Raum gebe, sich zu zeigen, dass sie sich sehen, gebunden und angenommen fühlen. Beispiel, wenn so ein kleineres Kind kommt und sagt, oh, ich habe Angst, da ist bestimmt ein Monster im Schrank, dass ich eben nicht sofort als Elternteil hinrenne und sage, da ist doch kein Monster im Schrank, guck mal, Tür auf, da ist kein Monster. Weil Subbotschaft an das Kind, du bist blöd, du hast überhaupt gar keine Ahnung, ich als Erwachsener habe mehr Ahnung und meine Welt ist wichtiger als deine. Wenn wir aber hingehen und sagen, wenn das Kind sagt, oh Mama, da ist ein Monster im Schrank und dann kannst du sagen, echt? Ein Monster? Ein großes oder ein kleines? Hast du es denn gesehen? Welche Farbe hat denn das? Und was will das denn im Schrank? Wohnt das da? Zeig mal. Und du dann sagst, ja, ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, aber komm, wir gucken mal. Und dann Lösungen anzubieten und gemeinsame Lösungen zu finden und sagen, oh, guck mal, da ist ja gar kein Monster. Oh, stimmt, da ist ja gar kein Monster. Da hat das Kind die Möglichkeit, mit am Prozess teilzunehmen, fühlt sich ernst genommen, fühlt sich angenommen, fühlt sich aufgehoben und kommt, wenn es Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme hat, mit Sicherheit auch wieder. Genauso auch mit den Kindern. Wenn ich sage, oder den Jugendlichen sage, hey, wow, jetzt hängst du schon das 25. Mal an der Xbox, obwohl wir gesagt haben, ist nicht, zeig mal, was ist denn das? So, wenn ich mit in diese Welt gehe, ernsthaft interessiert bin, um dann zu schauen, hey, nur was ist denn das, was dich da reizt, ins Gespräch zu kommen, und zwar nicht, um zu verurteilen, sondern um zu verstehen, dem Raum zu geben, damit das Kind merkt, ich kann mich zeigen. So, und wenn ich dann als Erwachsener ein Verständnis dafür habe, was mich reizt, was ich toll finde, dann übers Gespräch in Lösung zu gehen. Sag, ich kann ja verstehen, dass dich das interessiert und ich kann auch verstehen, dass du gucken willst, wie viele Likes du aufs Bild bekommen hast, aber nicht abends um 22:30 und oder um 8:30 oder wann auch immer. Und die Dosis macht's Gift. Und auch mal zu besprechen, was macht es denn mit dir, wenn du kein Handy in der Hand hast? Was macht es denn mit dir, wie geht's dir dann, wenn du immer danach greifen musst und eigentlich auch nichts anderes mehr im Kopf hast? Und es gibt ganz spannende Studien. Und das gilt auch für uns Erwachsene. Wenn das Handy an ist und irgendwo liegt, dann sind wir immer mit einem kleinen Teil unserer Aufmerksamkeit auf Standby. Habe ich eine Nachricht? Habe ich keine? Schreibt mir jemand? Das entfokussiert mich in meinem Alltag da, wo ich eigentlich sein will, weil ich immer so ein bisschen auf Empfang bin. Das bringt mich raus aus meinem Leben und das bringt mich raus aus dem, dass ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann und lenkt mich ab. Und das Problematische ist, Handys sind ja auch gemacht und die ganzen Programme, um süchtig zu machen, damit wir möglichst viel, möglichst oft an dem Ding sitzen und Werbung angucken und Sachen anschauen. Und ein Teilnehmer sagte dann, das merkst du schon, du musst nur mal dein Handy auf schwarz-weiß stellen, die ganzen Farben, und dir das eine Zeit lang antun, liebevoll, dann merkst du schon alleine, dass dir die Farbe fehlt, wie viel Einfluss das darauf hat, wie viel Einfluss das alleine schon hat, dass dir etwas fehlt. Und wenn dann das Handy ganz weg ist, dass mir etwas fehlt. Die Dosis macht's Gift.
So, wenn ich dann mit den Kindern im Gleichklang bin, dann auch zu sagen, so, und jetzt brauchen wir eine Lösung und die Lösung auch gemeinsam zu finden. Wir haben viele Coaches und Kinder- und Jugendcoaches, IPE-Coaches, die dann mit den Kindern und den Eltern auch gemeinsam auf dieses Problem schauen. Da haben wir noch das Problem, dass wir über die Blockadenlösung, über bestimmte Methoden im limbischen System blockierende Emotionen in Bezug auf den Entzug von Handys, von Computerspielen, wie auch immer, wenn es in der Dosis weniger wird, das mit denen zu verarbeiten, dass sie ganz anders reflektieren können und aus dieser Reflexionsmöglichkeit heraus dann einfach auch eine Lösung besprechen zu können, ohne dass jemand einen Wutausbruch kriegt oder die Türen knallt. Und wenn dann Lösungen entstehen, die mit den Kindern gemeinsam besprochen sind, dann entstehen Lösungen, die die Kinder und die Jugendlichen auch mit einhalten. Was, wo ich total gute Erfahrungen mit habe, ist, man kann sich ja günstig solche Pokerkoffer besorgen, also für die, die keinen Poker spielen, da sind so Chips drin. Und mit diesen Chips kann ich Zeiteinheiten, also das sind 5er, 15er, ich weiß nicht genau, und das sind Minuten. Und wenn ich was ausmache mit meinem Kind, sag zum Beispiel, hier hast du deine Anzahl an Chips und Zeiteinheiten, die du dir einteilen kannst. Dann kannst du dir überlegen, ob du, was weiß ich, 5-mal in der Woche spielst am Handy oder an der Playsee oder ob du dir das aufhebst und dann mal eine LAN-Party machst, also dass ich auch selber einteilen kann. Und dann muss feste Regeln geben. Dann ist Schluss, dann beim Abendbrot gibt's kein Handy und halte dich selber dran. Und wenn dann ein Deal ist, um 21 Uhr ist das Handy weg oder ist Licht aus im Bett oder was auch immer und es ist 21.01 Uhr, dass zum Beispiel jeder immer sowas wie Joker hat, dass er sagen kann, okay, ich darf auch mich mal verfehlen, aber wichtig ist, dass auch die Eltern Regeln haben. Das heißt, wenn ich das Handy in der Hand habe und Mama oder Papa passt es nicht, dann raste ich nicht gleich aus oder werde, oh, ich habe dir doch gesagt, sondern wenn was ist, dann kommt ein Joker weg und dann, dass dann auch die Konsequenzen besprochen werden. Und dann dem Kind der Situation all dem Raum geben. Raum, dass ich zeigen kann, wo hängt's, wo hakt's. Gemeinsam ein Stück da durchgehen. Und dann auch konsequenter werden als Elternteil und immer wieder schauen, wie schaffe ich Lösungen. Das ist kein leichtes Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Ein Thema, was auch viele Erwachsene betrifft, viele Jugendliche betrifft, viele Kinder betrifft. Aber ich denke, mit Raum, mit Rahmen, mit Zeit, mit klaren Absprachen, mit gelösten Blockaden in Bezug auf das Thema, mit klaren Regularien, wie gehe ich damit um und der Durchsetzung, auch weil ich mit dem Kind, mit dem Gegenüber gemeinsam an einer Idee dann arbeite, schaffen oder ist es machbar, die Kinder da raus zu begleiten. Und vielleicht zum Abschluss noch eins, was ich total wichtig finde. Kinder können das nicht alleine. Du kannst dem Kind nicht sagen, hey, pack das Handy weg, du bist ja schon süchtig. Wenn die wirklich süchtig ein Stück abhängig sind, wir Erwachsenen, wir tun uns das schon so schwer. Allein, ich sag mal, auch bei anderen Süchten, Alkohol, Zigaretten, Essen, Wasser, wie schwer uns Erwachsenen schon fällt zu sagen, wenn wir merken, das ist nicht richtig, das zu lassen. Kinder können das nicht. Kinder wollen und Jugendliche wollen an die Hand genommen werden, wollen, dass wir Erwachsene mit ihnen eine Struktur schaffen, eine Idee schaffen. Darin können wir sie beteiligen, dass sie sich damit identifizieren. Und wenn sie das tun, dann geht die Möglichkeit, diesen gemeinsamen Weg zu gehen, wo ich aber als Erwachsener den Rahmen gebe und auch darauf achte, hey, halte ich dann auch bitte mit an die Regeln und Wege zu finden, da die Themen zu besprechen. Das fand ich ganz wichtig, weil dass wir auch da im Plenum gerade ganz lang und breit darüber gesprochen haben. Es gibt auch im Internet tolle Webseiten, wo man Vereinbarungen herunterladen kann, was man mit den Kindern vereinbart, was die idealen Internetzeiten sind. Ich werde das später unter dem Video hier verlinken. Und was so empfohlen wird, einfach, weil ich glaube, also weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass die auch gerade die neuronale Entwicklung, wenn ich zu viel am Handy hängt, was das auf lange Sicht mit der emotionalen Kompetenz zu tun hat. Es ist einfach tragisch, wenn wir da jetzt nicht darauf achten, die Kinder auf eine Weise zu unterstützen, dass sie bei sich in ihrem Leben, in ihren Emotionen so ankommen können, dass sie nicht davon abhängig sind, wie viele Likes habe ich bei Facebook auf dem Foto, um mich wertvoll zu fühlen, um mich überhaupt zu fühlen. In dem Sinne wünsche ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst vielleicht noch ein Like da oder drückt hier die Glocke oder den Button oder folgt mir auf Instagram. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, den Weg und auch für die Kinder da einen Weg zu finden in ganz viele gute Lösungen, in die Potenzialentfaltung. Und ich sage ja auch immer, das Spiel von heute spielen ohne die Regeln von gestern. Wir haben so viele neue Herausforderungen. Lasst sie uns angehen für eine kraftvolle Zukunft im Sinne unserer Kinder. In dem Sinne, alles Gute, euer Daniel Pausch. Tschüss, ciao.